Willkommen zu einem Special von King Kalle auf dem Channel von Smilo Dogs. Heute soll ich mal in die Glaskugel gucken für euch und mal meinen Quark zum Mr. Olympia abgeben. Wen ich dort wo sehe und ja, solche verrückten Sachen soll ich halt machen. Ne? Nur mal vorab, es sind jetzt, Stand heute, noch 7 Tickets zu vergeben für das Männerschwergewicht. Dort 18 Leute sind schon qualifiziert, also ist doch schon eine ganz schöne Menge. Wenn die anderen noch dazukommen, dann haben wir tatsächlich 25 Athleten dort zu stehen. Bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Dort haben sich bisher 2 Deutsche qualifiziert für den Mr. Olympia. Eine davon schon das 2. Mal dabei. Und fangen wir mal mit den Männern an. Ich lese euch erstmal die Leute vor, die sich schon qualifiziert haben. Und dann sage ich nochmal kurz was anderes. Scheiße. So, also. Da haben sich nämlich im Schwergewicht bereits qualifiziert Hardy Champagne, Derek Lunsford, Nick Walker, Brent Curry, Big Ramy, Samson Dauder, B-Rose, Tabani, Tony Burton, Ross Flanagan, Ian Valier, Michael Krizo oder Krizanek oder wie der hier heißt, Phil Klar, Andrea Presti, Hassan Mostava, Justin Schier, Roman Fritz und Hunter Labrada. Das sind die qualifizierten Leute im Schwergewicht. Dann haben wir die Classic Physik. Dort ist bereits qualifiziert Chris Bumstead, Ramon Dino, Oskar Leczynski, Mike Sommerfeld, Eric Brown, Daniel Fempont, okay. André Kozokor, Michael Dabul, German Pastor, Erik Wildberger, Lisboa, Samuel Park. Warum haben die Classic Physik Leute so schwere Namen? Können die sich nicht normale Namen geben? Ey, das gibt's doch gar nicht. Samuel Parkin, Damien Patrick, Damien Kaffel, Fahid Papay, Laszlo Kirali, Anthony Lott, Carlos Doma, Fabio Junior Ramos Vail, John Lee, ja, das ist einfach. Marcus Perry, Diego, Alejandro Galindo, Matthew Grego, Stefan Matala, Jared Thompson. Alter, ey, das ist doch scheiße. So, wie gesagt, Urs und Mike haben sich ja, Urs war automatisch qualifiziert, weil er Platz 3 war. Und Mike hat sich dieses Jahr in Ägypten oder in Kuwait irgendwie Anfang des Jahres gleich qualifiziert. Und deswegen haben die dann diesen Druck und Stress nicht. Zunächst der Ascher hat in der Liste gefehlt. Der hatte sich ja den Bizeps schwer verletzt, also gerissen. Und versucht jetzt natürlich wieder zurückzukommen in den Wettkampfsport. Scheint ihm auch ganz gut zu gelingen. Obwohl, ich glaube, Nason ist auch ein Kandidat, der in die Top 10 eingreift, aber nicht ins Finale eingreifen kann, Stand aktuell der Athleten, die es jetzt momentan gibt. So, dann kommen wir mal zu meiner Meinung, zu meiner persönlichen Meinung. Ich verfolge die Jungs ja nur auch. Also ich bin ziemlich sicher, dass Nick Walker kein Mr. Olympia wird. Wo ich mir nicht sicher bin, ist, dass Derek Lunsford kein Mr. Olympia wird. Weil der hat sich so krass entwickelt und ich bin gespannt, wenn der hart ist und seine Hausaufgaben gemacht hat, die hat er bis jetzt
gemacht. Wenn der hart kommt mit einer besseren Muskelqualität wie letztes Jahr, dann kann bei dem alles passieren dieses Jahr. Ne? Von Samson Dauder bin ich sehr beeindruckt, wie der einfach gewachsen ist dieses Jahr. Was davon drüber bleibt am Ende, das wird man sehen, weil er halt, wenn er richtig, richtig hart kommt, also mit der nötigen Profihärte, aber die beim Olympia halt gefordert ist, ne? Um dort ganz vorne mitzuspielen. Ich weiß nicht, wie viel er dann abwirft davon. Wenn er sein Volumen annähernd behalten kann, ist das für mich auch ein absoluter Mr. Olympia-Kandidat dieses Jahr. Bei Hardy Chopin muss man gucken, ob er das Paket vom letzten Jahr wiederholen kann oder eventuell sogar verbessern kann. Weil ich finde, letztes Jahr, da war er für seine persönlichen Verhältnisse perfekt gewesen. Was Muskelqualität, Härte, Symmetrie, alles anging, Proportionen. Also da war letztes Jahr wirklich echt schwer, was dran zu drehen, dem nicht den Titel zu geben. So, wie gesagt, wenn Derek Lunsford jetzt dieses Jahr so kommt, wie ich mir das vorstelle, kann er das Ding alle rasieren. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, das ist in die Glaskugel gucken, wie die Leute am Ende aussehen, ob das mit dem Timing stimmt bei allen und. Das wird man dann sehen, wenn abgerechnet wird. Aber es gibt, wie gesagt, zwei, drei Kandidaten, die sich extrem entwickelt haben, ne, in dem letzten Jahr. Und da gehört zum Beispiel vielleicht meiner Meinung nach Hunter Labrada nicht dazu. Also es sollte mich wundern, wenn der ins Finale eingreifen kann. Weil wenn ein Andrew Jack in Form kommt, ein Hardy Chopin, ein Nick Walker, ein Samson Dauder, ein Derek Lunsford, dann ist ja das Finale schon mal besetzt. So, ich denke mal, Hunter Labrada, Michael Krützo und noch so ein paar andere Konsorten, die werden sich in der Top 10 auf alle Fälle etablieren. Und dann muss man halt gucken, ganz einfach. Also mehr will ich jetzt auch nicht prognostizieren, weil das ist mir alles noch zu schwammig, was ich sehe, ne? Um jetzt zu sagen, klares Ding. Das kann man momentan nicht absehen, weil dafür gibt es jetzt wieder zu viele gute Leute. Was ich sehr begrüße übrigens, ne? Im Schwergewicht. Ja, bei der Classic Physik steht es eigentlich fest, dass Seabom das Ding machen wird. Bin ich davon überzeugt. Urs wird sich mit Dino den Platz 2 teilen. Also da wird es bei denen drum gehen, wer Platz 2 bekommt. Und Mike, wenn er in Form kommt, wird im Finale stehen. Ob Platz 4 oder 5 wird man sehen. Was da jetzt von hinten nachrückt an neuen Athleten, habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm, aber das ist jetzt so, was mir jetzt spontan dazu einfallen würde, wie die Classic Physik zu bewerten ist. Stand letzten Mr. Olympia und Vorbereitung stand jetzt gerade. So, bei den Damen, da haben wir ja die Jennifer Zienert, die sich dieses Jahr schon das zweite Mal auf Mr. Olympia stellen wird. Und Jennifer ist eigentlich immer ein Garant für Topform bis jetzt gewesen. Wenn das wieder der Fall ist, wird sie hoffentlich vorne eingreifen können, weil, wie wir wissen, gerade bei den Damen und Amerika und wenn man die Spielregeln kennt, die hinterm Vorhang stattfinden, ist es nicht so einfach für so eine Athletin wie die Jennifer, egal wie sie da aufkreuzt, sich zu etablieren. Der Kalle, der hat da tatsächlich ein bisschen mehr Hintergrundwissen wie ihr vor der Kamera. Und deswegen weiß ich, dass es für die Jennifer sehr schwer wird. Aber ihr bleibt ja nichts weiter übrig.
ihre Topform zu präsentieren und gucken, dass sie sich da so weit wie möglich nach vorne kämpft. Und ich drücke auf alle Fälle die Daumen, weil wir verstehen uns auch persönlich sehr gut. Und da sie dieselbe Klasse bedient wie meine Athletin, die Katja Novak, habe ich das ganze Game da mit den Damen natürlich jetzt viel, viel mehr auf dem Schirm als früher. So, zur Men's Physik sage ich mal gar nichts, weil da sehe ich absolut nicht durch, weil mich die Klasse nicht interessiert, das sage ich ganz ehrlich. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ist vielleicht nicht die beste Art und Weise von mir als Moderator. Vielleicht sollte ich mich diesbezüglich bessern in Zukunft. Werde ich sehen, entscheide ich für mich selber noch, wie ich das mache oder handhabe. Da lasse ich mir aber auch nicht reinquatschen, weil, wie gesagt, es geht ja um meine persönlichen Ansichten dabei. Bei der Classic Physik ist vielleicht noch so viel dazu zu sagen, dass durch das neue Gewichtslimit, was dort eingeführt wurde, dass dort einige Athleten natürlich dann noch ein ganz anderes Paket bringen können. Urs könnte rein theoretisch 4 Kilo schwerer sein als letztes Jahr. 4 Kilo Fleisch ist natürlich eine Menge Holz, was natürlich seiner Linie und seiner fehlenden Masse zugutekommen würde, weil er hatte letztes Jahr, war er glaube ich 3 Kilo unter seinem Gewichtslimit gewesen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dieses Jahr darf er so, glaube ich, 1, oder knapp 2 Kilo schwerer sein. Irgendwie sowas in dem Dreh. Natürlich die anderen Athleten auch. Und dann sieht so ein Erscheinungsbild doch schon ganz schön viel aus. Weil in so einer Klasse 2, 3 Kilo macht natürlich schon sehr, sehr viel aus, rein visuell. Und da dürfen wir alle gespannt sein, wie sich das dann auswirkt beim direkten Vergleich. Na? Ja. Was gibt es noch zum Mr. Olympia zu sagen? Der Nathan de Asher und der Vito, was ist das, Russe, Ukraine, was ist denn das eigentlich? Der Vito. Die wollen natürlich auch nochmal bei irgendeiner Europashow gucken, dass sie sich qualifizieren zu einem Good Vito. Ne? Der trainiert ja drüben in Brasilien, aber ist ein Russe halt, nach meinem Kenntnisstand. Und der will natürlich auch sein Profi-Debüt jetzt in Europa geben, weil er ist Profi geworden und will gucken, dass er sich eventuell noch qualifizieren kann. Ob das stattfindet oder ob das nur PR ist, das wird sich alles zeigen. Auf alle Fälle sind das dann auch 2 Top-10-Kandidaten, wenn sie sich qualifizieren sollten noch vor Mr. Olympia. Nathan de Asher, genauso wie Good Vito, kann man sich gerne mal reinziehen. In Off-Season sieht der Good Vito schon ganz schön heftig aus, weil er auch einen sehr kleinen Kopf hat und sehr, sehr viel Masse bringt. Was davon am Ende übrig bleibt in Wettkampfform, das wird man dann auch sehen, weil ich habe ihn schon gesehen, in Wettkampfform, da hat es mich nicht mehr ganz so vom Hocker gerissen, aber er entwickelt sich ja weiter und er ist, wie gesagt, Neuprofi und da wird noch einiges kommen und einiges zu erwarten sein, wenn die Jungs sich jetzt nicht verletzen oder krank werden oder sonst irgendwas. Toi, 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 wünsch mal keinen von allen nicht, sondern dass die sich wirklich in einem fairen, ich unterstreiche fairen Wettstreit messen können miteinander. Das ist immer das Angenehmste für einen Zuschauer. Aber wir müssen auch so realistisch sein und wir wissen, dass wir im Profisport sind und dort natürlich auch mit Absprachen oder anderen Gefälligkeiten oder gearbeitet wird und deswegen da nicht immer die gewünschten Ergebnisse zustande kommen, die man eigentlich gesehen hat oder die das rechtfertigen würden. Ne? Ich hoffe, dass da dieses Jahr Fairness herrscht, was das angeht und wünsche den Athleten viel, viel Glück. Ich selber bin in Alicante mit den Jungs und Mädels, freue ich mich sehr darüber, kann dann auch meine persönlichen Eindrücke von euch oder euch wiedergeben. Alicante Show kenne ich schon, war ich schon mehrmals gewesen, damals mit Emir Omradzic drüben 2-mal schon und es ist ein ziemlich cooles Event mit sehr hochkarätigen Starterfeldern. Das kann man ganz klar sagen. Der Emilio, der Veranstalter,
Der gibt sich dort sehr, sehr viel Mühe und versucht auch immer, was ich gerade angesprochen habe, die Ergebnisse so zu halten, dass sie wirklich das, was die Punktrichter gesehen haben, dass das dann auch in Platzierungen sich widerspiegelt. So, das vielleicht dazu mal ganz kurz, kurzes Video. Ich hoffe, ihr könnt mit meinem Geist im Dünnschiss ein bisschen was anfangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer King Kalle.